Und das Wort war bei Gott, das Wort wurde Mensch und wohnte mitten unter uns. Sein Name ist Jesus, er ist der Retter dieser Welt. Auf sein Wort, ja auf sein Wort kannst du vertrauen. Meines Fußes leuchte. Jesus, dein Wort leuchtet mir den Weg. Jesus, dein Wort hat uns gerecht gesprochen. Durch sein Wort leben wir im Sieg.
der Mensch und wohnte mitten unter uns. Sein Name ist Jesus. Er ist der Retter dieser Welt auf sein Wort. Ja, auf sein Wort, mein Freund, kannst du vertrauen. Jesus, dein Wort. Okay, Geschwister, wir wollen weitermachen und bitte die Geschwister, die draußen sind, vielleicht ruft sie jemand rein und dann wollen wir weitermachen. Okay, lass uns doch alle Platz nehmen, ja? Halleluja. Lass uns langsam zur Ruhe kommen. Ja, lass uns doch bitte kurz die Augen schließen. Wir wollen kurz Jesus anbeten. Dass jetzt gerade in dem wichtigen Teil, wo es darum geht, was sollen wir tun? So der erste Teil ging ja eigentlich darum, wo befinden wir uns? Und was ist eigentlich der gefallene Mensch, der durch diese Welt kaputt gemacht worden ist? Und jetzt ist eigentlich das Wichtigste, dass wir beginnen, was müssen wir tun? Ich glaube, gerade Glaube, der nicht herausfordert, etwas zu tun, ist in Wirklichkeit kein wirklich biblischer Glaube. Wirklicher Glaube ist der, den wir in die Praxis umsetzen. Und das wollen wir jetzt lernen. Wir wollen jetzt einfach auch die Bibel mehr lesen. Wir wollen jetzt biblische Texte uns anschauen, einfach herauszukriegen, was müssen wir nun tun, damit die negativen Gedanken gehen und mit Wort Gottes gefüllt werden. Lass uns kurz die Augen schließen, wir wollen beten. Vater, wir wollen dir danken, wunderbarer Herr. Ich bitte dich um deinen Geist, Herr, um deine Salbung, Herr. Und darum, dass du uns erfüllst mit deinem wunderbaren Wort, Herr Jesus. Herr Jesus, wir brauchen deinen Namen, deine Person, Herr Jesus. Und du hast gesagt, du hast alles neu gemacht. Und dafür möchte ich dir danken für meine Geschwister hier in diesem Raum, Jesus. Für diese wertvollen Menschen, Jesus, die von dir geliebt sind, Herr, und für die du dein Leben hingegeben hast, Jesus. Das ist das Wichtigste, Herr, dass wir das verstehen, dass du dein Leben für uns hingegeben hast, Herr. Und dafür danke ich dir für dieses Wort, Jesus, und für das, was du uns jetzt durch dein Wort sagen möchtest. In Jesu Namen, Amen. Amen. Weißt du, das Wichtigste, was wir erkennen müssen, ist, dass wir lernen, erneuert zu leben. Also das, was wir wirklich sind. Und glaub mir, das, was du und das, was ich bin, das sind wir nur durch das, was Jesus getan hat. Es gebührt nur einen die Ehre, nur einer hat diese Ehre verdient. Und das ist nur Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf baut sich alles auf. Wenn wir ihn nicht hätten, wenn wir seinen Geist nicht hätten, der heute hier in unserer Mitte ist, dann wäre unser gesamtes Leben sinnlos. Glaub mir, da könnten wir so und so viel Fakten lesen, so und so viel Studien. Das würde uns gar nichts bringen, wenn nicht Jesus die Mitte unseres Lebens ist. Und ich möchte dir sagen, Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und wenn Jesus das gesagt hat, dass es vollbracht ist, dann ist das auch so. Jesus steht zu seinem Wort. Jesus hat alles neu gemacht in deinem Leben, in meinem Leben. Jetzt müssen wir nur lernen, das zu leben, was wir in Wirklichkeit sind. Und da wird uns die Bibel
Nur das Wort Gottes kann uns da helfen. Da kann uns keine Studie helfen. Da kann uns überhaupt keine Wissenschaft helfen. Da kann uns nur eine Sache helfen. Und das ist das Wort Gottes, das von Gott kommt. Das ist sein Wort, das wir haben. Sein Wort, das wir lesen dürfen. Dass wir uns Gedanken drüber machen können. Sein Wort hat diese Welt verändert. Und glaub mir, sein Wort wird dich und wird mich immer wieder neu verändern und neu stärken. Und glaub mir, diese 72%, da muss Gott hinein. Da muss sein Charakter rein. Diese 72%, mit denen wir nichts anfangen, die jeden Tag vergeudet werden, da muss Gottes Wort rein, da muss sein Heiliger Geist rein, da müssen Gottes Gedanken, seine Salbung rein. Und glaub mir, dann wird unser Leben in dieser Welt einen Sinn haben. Ohne Jesus ist das Leben sinnlos. Aber mit ihm geben wir dieser Welt einen Sinn. Ohne ihn wird diese Welt sinnlos sein. Aber mit Jesus geben wir, die Gemeinde Jesu, gibt dieser Welt einen Sinn. Und deswegen müssen wir eins lernen, erneuert zu leben. Ich möchte dir sagen, der Mensch, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der wiedergeboren ist, aus dem Himmel herausgeboren ist, mit dem Heiligen Geist eine neue Schöpfung ist, in deinem Leben ist schon etwas Neues passiert. Viele von uns, die Bibel selber zeugt davon, dass der Geist Gottes deinem Geist Zeugnis gibt, dass du sein Kind bist. Überleg mal, der Geist Gottes, der in dir lebt, der zeigt dir schon etwas, nämlich, dass du eine neue Schöpfung bist. Das bist du nicht dadurch, was du geschaffen hast. Glaub mir, diese Kraft haben wir nicht. Aber wir haben die Kraft, Jesus zu folgen und zu sagen, Jesus, ich möchte da sein, wo du bist. Da sein, wo deine Fußspuren sind. Weißt du, was im Alten Testament steht? Gottes Fußspuren triefen voll des Segens. Und wenn wir uns in seinen Fußspuren bewegen, wenn wir da sind, wo er sind, werden wir ein gesegnet, gesalbtes, gutes, wunderbares, von Gott erfülltes Leben haben. Und unser Leben wird einen Sinn haben für diese Welt. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen. Und daher müssen wir lernen, erneuert zu leben. Und wir wollen uns ganz wichtige Punkte ansehen, wie wir nun erneuert leben können. An allererster Stelle, um zu lernen, was bedeutet es, erneuert zu sein? Weißt du, was Jesus uns für eine Möglichkeit gegeben hat? Jesus hat uns einen neuen Anfang geschenkt. Die Bibel schreibt über Jesus, er ist der Anfang, er ist das Ende, er ist das Alpha, das Omega. Und er ist auch der neue Anfang in deinem Leben. Und wir dürfen uns von dieser kaputten, von dieser Welt, wo wirklich nur negative Dinge sind. Die Bibel schreibt im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4, dass der Gott dieser Welt, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4, der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, also den Gedanken verblendet, die Sicht verblendet, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht erkennen. Weißt du, was für eine Aufgabe dieses Gefallene, ich sage es wirklich so, wie es ist, dieses teuflische System hat, dass er den Menschen die Gedanken verblendet, damit sie die Möglichkeit der frohen Botschaft in Jesus nicht erkennen. Weißt du, wie glücklich du dich schätzen kannst, Kind Gottes, dass Jesus dich gefunden hat und dass er dich geliebt hat, dass er für dich gestorben ist, bevor wir überhaupt dran denken konnten, als wir noch Feinde waren, starb Jesus für uns. Als wir noch Feinde waren, starb Jesus für dich und für mich. Als wir nichts von ihm wussten, hat er sich für uns entschieden. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er sich selber für dich hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Halleluja. Lerne das zu leben, was du bist. Um das zu tun, müssen wir unseren alten Zustand erkennen. Das ist der erste Punkt, um in Erneuerung zu leben. Weißt du, damit du dein Leben verändern kannst, damit du dein Denken verändern kannst, musst du erst mal wissen, woher du kommst und was du vorher warst.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bevor wir lernen, erneuert leben zu können, mit erneuerten Gedanken, müssen wir wissen, woher kommen wir und was waren wir vorher. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weißt du, was ganz wichtig ist? Bevor der Mensch verändert werden kann, muss er erstmal erkennen, wo er war. Wir müssen unseren Zustand erkennen, unsere Fehler erkennen, unser falsches Denken erkennen, damit wir erstmal wieder neu beginnen können, einen neuen Weg zu gehen. Erkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Erkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Zweitens, wir sind befreit von der Macht der Sünde. Wir werden gleich auf diese Punkte in der Bibel eingehen. Wir werden das alles biblisch studieren. Bloß ich möchte dir erstmal das erneuerte Leben, möchte ich dir zeigen. Wir müssen verstehen, dass die Sünde uns nicht mehr binden kann. Jesus hat uns frei gemacht von der Macht der Sünde. Ich möchte dir sagen, du kannst dich noch für die Sünde entscheiden. Das passiert, dass du in Sünde fällst, aber du musst es nicht mehr tun. Bevor du Jesus kanntest, bevor du dein Leben Jesus gegeben hast, warst du Sklave der Sünde. Aber heute bist du frei von der Macht der Sünde. Warum? Weil dich Jesus befreit hat. Und das müssen wir erkennen, dass die Macht der Sünde über dein Leben gebrochen ist. Ganz wichtiger Punkt. Erstens, erkenne den alten Zustand. Zweitens, du bist befreit von der Macht der Sünde. Und jetzt bist du in diesem Programm, dass du trainieren musst, deine Erneuerung. Wir werden das gleich in allen biblischen Texten sehen, die wir untersuchen werden. Ein Christ, der nicht aktiv lebt, möchte dir sagen, das, was in dir ist, das musst du in die Tat umsetzen, das musst du produzieren, das musst du täglich leben. Weißt du, was Glauben ist? Glauben ist eine Tat, eine Entscheidung, zu sagen, ich lebe das. Ich lebe das. Und dann wird die Kraft Gottes dich unterstützen. Wenn du bereit bist, deine Flügel zu eröffnen, dass der Wind Gottes, die Kraft Gottes kommt und dein Leben vorantreibt. Und als viertens werde ich dir das Programm zeigen, als vierten Punkt. Lass uns bei dem ersten Mal anfangen. Erkenne den alten Zustand. Da wollen wir jetzt mal in die Bibel reinschauen, was das Wort Gottes uns zeigt. Wenn du deine Bibel dabei hast, um einfach mal deinen alten Zustand zu erkennen und zu verstehen, was wir vorher waren. Im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 21 und 22. Das schreibt jetzt die Bibel über deinen alten Zustand. Das war dein alter Mensch. Das war dein gefallener Mensch. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken. Guck mal, hier zeigt uns jetzt die Bibel, was war unser alter Zustand. Aus dem Innersten des Menschen, aus seinem Herzen, kommen die bösen Gedanken, nämlich Diebstahl, Mord, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Überleg mal, diese ganzen Eigenschaften, das sind Taten, das sind Dinge, wofür wir uns entschieden haben. Aber interessant ist, unser Text zeigt uns, woher kommen diese Eigenschaften? Aus dem Herzen und aus den Gedanken des Menschen. Hier sehen wir genau das Bild des gefallenen Menschen. Hier zeigt Jesus genau den Charakter von uns aus dem Zentrum unseres Lebens, wenn die Bibel über das Herz des Menschen spricht. Weißt du, was die Bibel damit meint? Das Zentrum deines Wissens, das Zentrum deines Lebens. Und bevor wir zu Jesus kamen, war dieses Zentrum gefallen, war böse und hatte schlechte Gedanken. Das ist der Ursprung des Menschen. Weiter schreibt die Bibel in Römer Kapitel 8, Vers 7. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist.
Das ist der Mensch. Das sind die 25%, die wir in unserer Studie gelesen haben. Die 25%, die kaputt sind, die uns kaputt machen. Die Gesinnung, die Gedanken des natürlichen Menschen. Das ist der alte Mensch. Das ist ganz klar der alte Mensch mit seinen alten Eigenschaften. Also ich möchte dir sagen, bevor wir Erneuerung leben können, müssen wir unseren alten Zustand verstehen. Bevor wir diese Erkenntnis nicht haben, was die Bibel über den alten Menschen sagt, können wir uns auch noch nicht in Erneuerung befinden und leben. Und wir sehen, dass der alte Mensch, der natürliche Mensch, wenn die Bibel über Fleisch spricht, da meint sie den natürlichen gefallenen Zustand des Menschen, den sündigen alten Menschen. Und der lebte in Feindschaft gegen Gott. Hier, wo Feindschaft steht, weißt du, was da steht? Wir lebten kontra gegen Gott. Also genau das, was Gott nicht wollte, das haben wir getan. Die Bibel schreibt weiter über diesen alten Menschen. Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber jetzt ist wichtig, zu wem schreibt das Paulus hier? Zu der Gemeinde. Dieses Wort geht an die Christen jetzt. Er schreibt im Epheser Kapitel 4, Vers 17 und 18, schreibt er, lebt nicht wie die Menschen draußen, die Gott nicht kennen. Denn ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand. Merkst du, wie Paulus hier auf die Gedanken des Menschen eingeht? Hier geht jetzt Paulus genau darauf ein, die Menschen, die Gott nicht kennen, ihr Denken ist verkehrt, führt ins Leere. Überlegt euch mal, denkt doch mal an die Studie, die wir gelesen haben. Ihr Denken führt ins Leere, 72%. Fangen wir mit unserem Denken nichts an, obwohl wir neue Menschen sind. Das heißt, wir müssen lernen, umzudenken, damit wir als Gemeinde Jesu nicht so leben wie die gefallenen Menschen draußen. Geschwister, wir müssen umdenken. Gottes Wille für dein Leben ist das, dass wir nicht mehr so sind wie die dort draußen, die Gott nicht kennen. Weißt du warum? Weil wir kennen Gott. Wir sind wiedergeborene Menschen und wir dürfen mit dem Denken nicht mehr leben, wie die, die gegen Feindschaft gegen Gott waren, die kontra gegen Gott waren. Epheser Kapitel 2, Vers 3. Ich zeige dir nur hier den Zustand des gefallenen Menschen. Sein Zustand. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt. Also wir waren auch mal so wie die da draußen in den Begierden unseres Fleisches. Wenn die Bibel über Sarx spricht, also über Fleisch, dann meint sie den natürlichen Zustand des Menschen. Nicht den geistlichen Menschen, der nach dem Geist lebt, sondern der, der nach dem Zustand des Fleisches lebt. Taten wir den Willen des Fleisches und der Gedanken und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen draußen. Spürst du, das ist hier der Zustand, der hier in der Welt ist. Hier sehen wir genau diese 72% leere Gedanken. Hier sehen wir den Zustand, den der Mensch draußen hatte. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Prägung, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, diese Prägung ist immer noch in unserer Seele. Dieses Bild des gefallenen Menschen prägt immer noch deinen Charakter. Ihr wisst ja, dass der Mensch aus Seele, Geist und Leib besteht. Und als der Mensch wiedergeboren worden ist, wurde ja sein Geist erneuert. Wiedergeboren ist ja der Geist des Menschen, nicht die Seele. Der Geist des Menschen, du musst dir den Geist des Menschen so vorstellen, wie ein zerstörtes Haus, wie eine Ruine.
Also die Beziehung zu Gott kannst du ja nur durch den Geist führen. Das kannst du ja nicht mit deiner Seele tun. Und der Geist des Menschen war ja getrennt von Gott durch die Sünde. Kannst du dazu Amen sagen? Der Geist des Menschen war getrennt von Gott durch die Sünde. Und die Gottesbeziehung war durch die Entscheidung zur Sünde gestört. Und unsere gesamte seelische Welt war geprägt von wem? Von dem gefallenen Menschen. Dein Charakter, deine Seele, also dein Wille, deine Gefühle und dein Verstand waren geprägt von dem sündigen Zustand, von der Trennung von Gott. Und das prägte dein Leben bis zu dem Tag, wo du Ja zu Jesus gesagt hast und der Geist Gottes in dein Geist Wohnung genommen hat. Und nun dieses zerstörte Haus wieder aufgerichtet worden ist und du jetzt nicht mehr leben sollst nach dem Willen deiner Seele, sondern durch den Geist zu leben. Aber da muss ich erstmal deine gefallene Seele daran gewöhnen. Und das ist doch das Problem, das ist der Punkt. Unser Geist ist wiedergeboren, aber unsere Seele ist immer noch geprägt von dem Alten. Wir nennen dieses Wort Heiligung. Was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet eigentlich das zu leben, was ich bin. In Christus ist alles neu. Das ist unsere Ausgangsposition. Da haben wir gestartet, da fangen wir an. Aber jetzt müssen wir das leben, was wir in Christus sind. Und das bedeutet Heiligung. Nämlich diesen Zustand nicht mehr zu leben. Guck mal, Paulus sagt hier ganz klar, lebt nicht mehr wie die dort draußen sind. Warum? Weil er in der Gemeinde immer noch die Eigenschaften des gefallenen Menschen findet. Da ist die Bibel doch voll davon. Wenn wir alleine die Gemeinde in Korinth sehen, da sehen wir, da sind Menschen, die sind noch fleischlich gesinnt. Menschen, die nach dem Charakter der Welt leben, obwohl sie wiedergeboren sind. Obwohl sie neue Kinder sind, obwohl sie neue Schöpfung von Gott sind, leben sie immer noch den Charakter und das Denken des alten gefallenen Menschen. Und jetzt ist die Frage, von wem lassen wir uns leiten? Von wem lassen wir uns führen? Wer hat die Führung in unser Leben? Was wir nun leben, leben wir im Glauben an den Sohn Gottes. Interessant, die Bibel zeigt es uns jetzt. Und das wollen wir uns mal ansehen. Ihr müsst eins verstehen. Wir sind frei von der Macht der Sünde. Und wir müssen das nicht mehr leben. Ich möchte dir mal eine ganz kurze Geschichte erzählen, damit wir dieses genau verstehen, dass wir befreit sind von der Sündenmacht. Viele Christen leben immer noch in dem gefallenen Denken. Leben immer noch mit den Ketten des sündigen Menschen. Ich erzähle dir eine kurze Geschichte, damit ich dir das ein bisschen bildlich darstellen kann. Es war ein Schafshirte gewesen, jetzt in unserer modernen Zeit war das gewesen, der hat einen Anruf von einem Polizisten gekriegt und der hat gesagt, hier pass auf, ein Schaf ist aus deiner Herde entflohen und es wurde von einem Auto angefahren, und liegt tot im Graben. Komm, hol dein Schaf von der Herde, denn es liegt im Graben und es ist tot. Der Schafshirte zieht sich schnell an in der Nacht, will hingehen, um sein totes Schaf zu holen, aus dem Graben, was am Liegen und tot ist. Als er zu der Unfallstelle kommt und geht in den Graben und versucht dort jetzt er erwartet ein totes Schaf, was sieht er? Das Schaf ist noch am Leben. Aber nur die Beine sind zusammengefesselt und es liegt regungslos im Graben. Irgendjemand hat das Schaf geklaut, hat es gebunden und dort in den Graben hineingelegt. Was macht natürlich der Schafshirte jetzt? Er nimmt das Schaf aus dem Graben raus, er befreit es. Und was siehst du? Nachdem das Schaf befreit worden ist von seinem Hirten, bleibt es immer noch in diesem Schockzustand des Gebundenseins.
Obwohl er schon frei ist. Sein Hirte hat ihn befreit, aber aus der großen Angst und aus der großen Prägung, was mit ihm passiert worden ist, ist das Schaf immer noch ganz verkrampft und kann sich nicht bewegen. Und was tut er immer wieder? Schlägt ihm der Schafshirte eine drauf und sagt, komm, steh auf, du bist frei, du kannst wieder gehen. Aber das Schaf ist immer noch in dieser Stellung, in einer Todesangst und bewegt sich nicht, obwohl es frei ist. Ich möchte dir sagen, Jesus, unser Hirte, er hat dich frei gemacht. Von der Macht der Sünde frei gemacht. Wir wurden auch geraubt von dem Feind, wurden gebunden von der Macht der Sünde. Aber Jesus hat uns frei gemacht. Aber das Problem der Christen ist genau dieser Punkt. Sie leben immer noch in der gebundenen Todesangst und laufen nicht frei rum, wofür Jesus sie befreit hat. Das bedeutet in Erneuerung leben. Was sagt uns denn die Bibel? Wir sind befreit von der Macht der Sünde. Du bist das Kind Gottes, das Jesus frei gemacht hat. Die Fesseln des Teufels sind frei in Jesu Namen. Er ist es, der Freiheit schenkt, niemand anders. Was zeigt uns die Bibel? Die Bibel zeigt uns ganz klar, Römer Kapitel 8, Vers 2. Das musst du jetzt in deine Gedankenwelt hineinkommen lassen. Das musst du in deine Gedankenwelt hineinkommen lassen und durch den Geist Gottes bewegen. Das muss in Fleisch und Blut übergehen in deinem Leben. Wir sind keine Schafe mehr, die gebunden sind. Kannst du dazu Amen sagen? Wir sind keine Schafe mehr, die unter der Herrschaft des Teufels stehen. Wir sind frei, weil uns Jesus frei gemacht hat. Die Bibel schreibt, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Weißt du, was der Gedanke des Alten Testamentes war? Ich möchte dir ganz wichtig, musst du das verstehen. Die Bibel hatte ein Ziel. Weißt du, was von den ersten Worten Gottes in der Bibel, die Bibel ihr Ziel war, dass der Sohn Gottes kommt, um zu suchen, was verloren ist. Bevor Gott Himmel und Erde geschaffen hat, bevor das Fundament Gottes gelegt worden war, war der Plan Gottes schon fest, dass der Sohn Gottes kommt, um uns zu erlösen, Geschwister. Das war eine Entscheidung von Gott durch die Notwendigkeit, weil der Mensch gefallen war, dass Gott seinen Sohn sendet, um uns frei zu machen. Weißt du, was das Ziel des Alten Testamentes ist? Dass wir erkennen, dass wir verlorene Sünder sind. Wofür hat Gott das Gesetz gegeben? Ganz kurz, hier spricht die Bibel über das Gesetz der Sünde und des Todes. Meinst du, es war einer da, der das Gesetz Gottes halten konnte? Niemand. 613 G und Verbote. Weißt du, wofür Gott diese Gebote gesetzt hat? Damit wir eins erkennen, dass Gott heilig ist. Bitte hör mir zu und versuch mir zu folgen. Weißt du, wofür das Gesetz Gottes da ist? Dass wir erkennen, dass Gott heilig ist. Zweitens, dass du sündig bist. Und drittens, dass wir einen Erlöser brauchen. Erkenne, dass Gott heilig ist im Gesetz. Erkenne im Gesetz, dass du verloren bist, dass du schuldig bist. Und drittens musst du erkennen, dass du einen Erlöser brauchst. Und dieser Erlöser hat dich frei gemacht von der Macht der Sünde, des Todes. Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Halleluja. Ein weiterer Text, der deine Freiheit zeigt. Erkenne deinen alten Zustand, aber erkenne noch mehr deinen neuen Zustand. Das musst du verstehen. Glaub mir, du musst nicht in Depressionen und Angst leben. Du musst nicht in Krankheit leben. Warum? Weil Jesus die Macht der Sünde und des Todes zerstört hat. Die Gemeinde Jesu muss nicht mehr gebunden sein.
Wir können im Sieg leben. Ich glaube, dass Jesus sein Werk keine billige Gnade ist, oder? Jesus sein Werk ist keine billige Gnade. Und wir müssen uns, liebe Geschwister, nicht von irgendwelchen Studien, von irgendwelchen Statistiken kaputt machen lassen. Warum? Jesus hat die Macht dieser Welt zerbrochen. Halleluja! Jesus hat es geschafft. Das, was du niemals schaffen kannst. Aber Jesus ist bei dir. Halleluja! Denn die da fleischlich sind, hör zu, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich, also der gefallene Mensch, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich, also die Wiedergeborenen, sind die, die geistlich geführt werden durch den Heiligen Geist. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist das Leben und Frieden. Guck mal, für mich ist ja ein ganz interessanter, wichtiger Punkt. Wir wünschen uns doch Frieden in unserem Leben, oder? Gemeinde, das ist doch eine ganz einfache Sache, dass wir in unserem Herzen uns was wünschen? Liebe und Freude in ihm zu leben. Und der Mensch, der das Leben mit ihm verstanden hat, der die Freiheit des Werkes Jesus verstanden hat, dieser Mensch, der kann in Frieden leben. Jesus hat gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, weil ich möchte euch Ruhe für eure Seele geben. Das Wichtigste und Wunderbarste ist doch das, in Gott zur Ruhe zu kommen, oder? Es gibt nichts Schöneres und Besseres, als in Gott zur Ruhe zu kommen. Augustinus, der Kirchenvater, weiß, was er gesagt hat? Das Schönste, was mir in meinem Leben geschehen ist, ist das, als meine Seele in Frieden zu Gott gefunden hat. Bis meine Seele in dir, o Gott, zur Ruhe kommt. Ich möchte dir sagen, diese Welt, die uns bindet, die Gedanken dieser Welt, glaub mir, wir sehen doch in unserem Volk, sehen wir doch, unser Volk ist voller Probleme. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Wir sind doch fast zu 90% christianisiert. 90%, 80% unserer Menschen sind alles Christen. Egal, wo du hinkommst. Gehst du in eine Gemeinde? Ja. Bist du getauft? Ja. Aber das Schlimme ist, wir sehen es nicht in unserem Volk. Das ist, weißt du, was ich für eine Angst habe? Ich habe wirklich eine große Angst, dass nicht auch unsere Gemeinden zu einer Religion werden. Dass es sich einfach so christianisiert, dass es normal ist, ja, wir sind doch Christen. Dass es ganz normal ist, dass wir uns einen Fisch ans Auto kleben, das ist alles normal. Dass wir keine kleinen Babys mehr taufen, ist normal. Dafür segnen wir sie in den neuen Gemeinden ein. Geschwister, Christ sein, das ist in der Kraft Gottes zu leben. Wir tragen seinen Namen, wir sind Gesalbte. Meint ihr wirklich, wir heißen umsonst Christen? Wir heißen Christen, weil wir gesalbt sind. Und weißt du, was Salbung bedeutet? Salbung bedeutet, dass jedes Joch der Knechtschaft unter der Salbung zerbricht. Als Jesus, er ist der Repräsentant von uns allen, Gemeinde. Hör dir das ganz kurz an, dass wir das verstehen. Jesus, er repräsentiert unser Volk. Das christliche Volk, kannst du dazu Amen sagen? Er ist der Christus. Und als Jesus in Nazareth in die Synagoge nach seiner Gewohnheit ging, es wurde ihm das Buch von Jesaja gegeben und er schlägt auf das Buch und fängt an zu lesen, der Geist des Herrn ist auf mich, weil er mich gesalbt hat, frohe Botschaft zu verkündigen.
Das ist für mich Gemeinde. Das ist für mich gesalbt sein. Wir haben eine frohe Botschaft für unser Volk. Es ist keine Drohbotschaft, sondern es ist eine frohe Botschaft dafür, dass die Gefangenen in Freiheit gesendet werden. Gemeinde, das ist Jesus. Das ist mehr als eine Statistik. Das ist mehr als 60.000 Gedanken. Das ist mehr als 72% leeres Denken. Das ist Jesus. Und er möchte die Gefangenen in Freiheit senden. Halleluja. Das müssen wir verstehen. Dass du nicht mehr Sklave des Teufels bist. Sondern ich sage das ganz klar, wie es ist. Der Teufel muss vor dir, oder besser gesagt, vor dem, der in dir lebt, in die Knie gehen. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Denn der, der in dir lebt, ist größer als der, der in der Welt lebt. Halleluja. Da darf deine Leidenschaft als Christ hinkommen. Gemeinde, das muss in deinen Gedanken rein. Ich bin frei. Ich bin frei durch das Blut unseres Lammes. Halleluja. Siehe da, das Lamm Gottes, was trägt alle Sünden der Welt. Er, der reich war, wurde für uns arm. Wir, die wir die Trennung von Gott verdienten, mussten die Trennung verspüren auf sein Leib. Glaubt nun, das war kein Spaziergang, was Jesus getan hat. Viele sagen, ja, was für eine große Kunst, der Sohn Gottes. Ich möchte dir sagen, das war die größte Kunst, dass sich Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in die Hand der Menschen gegeben hat. Er, der sich in die Hand der Menschen gegeben hat, damit er dich befreit von der Macht der Sünde. Halleluja. Dass wir nicht mehr Sklaven sein müssen, sondern er hat uns sein Wort gegeben, dass dieses Wort unser ganzes Leben erfüllt. Lass das Wort Gottes reichlich voll in eurem Leben wohnen. Kannst du Amen sagen? Lass uns mal weiterschauen. Von der Sündenmacht befreit. Guck mal, das sind Texte und glaub mir, das sind nur Auszüge von Texten. Die Bibel ist voll davon, dass Jesus dich von dieser Macht befreit hat. Und ich bitte dich, dass du das in deinem Herzen bewegst. Nicht, dass du das nur hörst, sondern bewege es. Sinne darüber nach. Nicht das, was ich sage, sondern das, was die Bibel sagt, ist wichtig. Was das Wort Gottes sagt, ist wichtig. Als Maria das Wort empfangen hat, als Maria das Wort bekommen hat und hat gesagt, ja, das, was zur Welt kommen wird, wird den Namen des Allerhöchsten tragen. Und weißt du, was die Bibel sagt im Lukas Kapitel 2? Als sie das Wort hörte, behielt sie es in ihrem Herzen. Weißt du, was da steht? Im Grundtext steht, sie hat das Wort hin und her bewegt, wie eine Mutter, die ihr Baby bewegt und es in den Schlaf wiegt. Weißt du, was du mit dem Wort tun musst, was du hier hörst? Mit dem Wort, was in der Bibel steht. Lass es nicht einfach nur leer an dir vorüberziehen, sondern dieses Wort ist dein Leben. Du musst es bewegen, wie eine Mutter, die ihr Kind in den Schlaf wiegt. Bewege die Worte Gottes, sondern sie sind dein Leben. Und sie schenken dir ein langes Leben in das Land, das Gott dir verheißen hat. Halleluja. Lass dich bewegen von Gottes Wort. Glaub mir, es gibt keine größere Macht als das, was Jesus getan hat. Jesus ist die Hoffnung für die, die keine Hoffnung haben, Brüder und Schwestern. Und ich wünsche mir eine Gemeinde der Zukunft, die nicht gepeinigt wird, betrogen wird von den Fürsten dieser Welt. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Jesus hat gesagt, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, zu zerstören und kaputt zu machen. Aber ich bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle habt. Halleluja. Kannst du dazu Amen sagen? Jesus ist gekommen, damit wir Leben in Fülle haben. Weißt du, was für ein Leben? Ein Leben, das qualitativ hochwertig ist. Meinst du wirklich, Jesus ist auf diese Welt gekommen, um dir ein 0815-Leben zu geben?
Gemeinde, siehst du das denn überhaupt in das Leben von Jesus? Jesus lebte nicht 0815. Wenn ich das Leben meines Königs sehe, da sehe ich ein autoritäres Leben. Kannst du dazu Amen sagen? Jesus ist der Prototyp. Die Bibel schreibt in Kolosser Kapitel 1. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erste der Schöpfung. Er ist der Erste von der neuen Schöpfung. Hey, wir sind was Neues. Eine neue Qualität. Etwas ganz Neues. Und ich möchte, weißt du, was ich mir wünsche? Morgens, wenn du aufstehst, dass du nicht geplagt wirst von Minderwertigkeit. So viele Christen, die sich minderwertig vorkommen, die keinen Mut zum Leben haben, die keinen Power haben, aufzustehen. Wir sind dazu geboren, Kinder des größten Königs zu sein. Das ist keine Lüge, Gemeinde. Unser Vater ist der Schöpfer des Universums. Ist das denn nicht die Wahrheit, Gemeinde? Lass uns erkennen, wer wir sind. Lass uns erkennen, dass die Macht der Sünde zerbrochen ist über dein Leben. Das müssen wir bewegen. Und wenn der Teufel kommt, ich weiß es, immer wieder erlebe ich es in meinem Leben und glaub mir, der Teufel kommt immer wieder versucht er mich zu stoppen, aber immer wieder, so wie er kommt, muss er wieder gehen. Immer wieder. Das erlebe ich 18 Jahre lang in meinem Glauben. 18 Jahre lang erlebe ich, dass der Teufel immer wieder kommt, aber immer wieder muss er gehen. Jedes Mal versucht er, meinen Dienst zu stoppen und jedes Mal hat er es bis heute nicht geschafft. Und ich möchte dir sagen, er wird es auch in der Zukunft bei keinem von uns schaffen, wenn wir erkannt haben, was Jesus in unser Leben getan hat. Wenn wir erkannt haben, was Jesus mit der Macht des Teufels gemacht hat. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat es getan, nicht ich, nicht du, er hat es getan. Und die Qualität kommt von ihm. Es ist seine Qualität. Kannst du dazu Amen sagen? Galater Kapitel 5, Vers 1 und Vers 4. Für mich ist das so wichtig, dass du das Wort Gottes bewegst. Schreib dir doch die Texte auf. Notier sie dir und beweg sie dir morgens, wenn du aufstehst. Das Wort Gottes soll reichlich in dir sein. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt darüber nach, Tag für Tag. Dieser, er ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an einem Wasserbach, der seine Frucht trägt zu seiner Zeit. Und alles, was er tut, wird ihm gelingen. Halleluja. Ich glaube daran, was in der Bibel steht. Du auch? Komm, lass uns stark sein durch den, der in uns stark ist. Weißt du, was ich so gut finde? Ich finde es so gut, dass nicht wir die Starken sind, sondern dass er der Starke ist. Weißt du, was so schlimm wäre, wenn es abhängig wäre von meiner Kraft? Weißt du was? Dann wären wir heute hier und morgen wären wir irgendwo anders. Aber ich danke dem lebendigen Gott, dass er zu seinem Wort steht. Kannst du dazu Amen sagen? Und Gemeinde, Jesus steht zu dir und er möchte deine Gedankenwelt verändern. Ich weiß, woher wir kommen. Ich weiß, woher wir kommen. Aus einem gefallenen Zustand, das haben wir eben gerade gelesen. Aber ich weiß, wohin wir gehen. In einer guten Zukunft mit Jesus. Halleluja. Und Gott hat Zukunft für uns. Amen. Deswegen muss ich dir ein Wort sagen, was mir die ganzen Tage in meinem Herzen brennt. Und ich werde dieses Wort auch für das Jahr 2018 als Leitwort über alle Dinge, die ich tun werde für das nächste Jahr, werde ich dieses Wort über all meine Taten, die ich für Jesus tue, stehen lassen. Sei besonders und denke anders. Sei besonders und denke anders. Wir sind besonders, weil er besonders ist. Wir sind besonders, weil er der König der Könige ist.
Wir müssen nur eine Sache tun, anders denken. Wir müssen umdenken. Der Christ der Zukunft muss umdenken. Und ich glaube, dass er das tun wird für uns. Wenn du damit einverstanden bist, kannst du Amen sagen. Lass uns noch mal einen Bibeltext, glaube ich, habe ich noch. Galater Kapitel 5, Vers 16 bis 20. Galater Kapitel 5, Vers 16 bis 20. Ich sage aber, wandelt im Geist. Das heißt jetzt eigentlich, wandelt im Geist, das bedeutet eigentlich, geführt zu werden durch den Geist. Wandelt im Geist bedeutet, geleitet zu werden, nicht von der Psyche des Menschen, nicht von dem seelischen Zustand, der kaputt ist, sondern von dem Geist, der neu ist, der in dir ist. Von den wiedergehergestellten Menschen, von den erneuerten Menschen, von denen musst du jetzt geleitet werden. Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Guck mal, hier ist doch der Punkt. Wenn der Christ sein Denken verändert, und das kann nur Gott tun. Wenn du dich von dem Geist führen lässt, wirst du die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Also sehen wir doch, das Problem ist, weil wir noch fleischlich gesinnt sind und fleischlich leben, dass wir nicht zu 100% vom Geist geführt werden. Und das ist in Wirklichkeit dieser Kampf, den Paulus im Römer Kapitel 7 zeigt. Das Gute tun, das möchte ich doch. Aber ich kann es nicht. Sondern das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Aber dann kommt dieser große Hilfeschrei im Römer Kapitel 8, Vers 1. Und das ist dieser Text. Dieser Text bezieht sich nicht darauf, einmal gerettet, immer gerettet. Sondern dieser Text in Römer Kapitel 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, bezieht sich auf den 7. Kapitel. Nämlich, dass wir nicht mehr geleitet werden vom Fleisch, sondern vom Geist. Und dass das unsere Erlösung bedeutet. Keine Verdammnis mehr im Fleisch zu leben, sondern wir haben die Macht und Kraft, durch den Geist Gottes geführt zu werden. Und für die Menschen gibt es in ihrem Handeln, in ihrem Tun keine Verdammnis mehr, sondern wir können stark sein durch das Leben im Geist Gottes. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist. Interessantes Wort. Da, wo Fleisch steht, da steht eigentlich der natürliche Mensch, der seelische Mensch. Psychikoi, also der seelisch geführte Mensch. Und er beugt sich auf gegen das Leben im Geist. Weißt du eigentlich, dass wir Christen in zwei verschiedenen Welten leben? Wir Christen leben in dem schon jetzt und in dem noch nicht. Schon jetzt und noch nicht, schon jetzt im Reich Gottes, aber trotzdem noch mit den beiden Füßen am Boden. Schon jetzt an himmlischen Regionen und trotzdem noch gefangen im Fleisch. Schon jetzt und noch nicht. Immer noch in diesem Kampf zu leben zwischen Geist und Seele. Zwischen dem Wollen und dem Nichtvollbringen. Das ist der Krieg, in dem wir uns befinden. Aber das können wir überwinden, wenn wir Menschen werden, die lernen, im Geist zu leben. Die Menschen werden, die gemäß des Wortes Gottes leben. Der Schlüssel für all das ist die Bibel, ist das Wort Gottes. Weißt du, was das Problem ist? Wir haben Menschen, die glauben. Aber wir haben keine Menschen, die die Schrift kennen. Wir haben Menschen, deren ihr Herz sich nach Jesus ausstreckt. Wir haben Menschen, die Gott lieben. Aber wir wissen zu wenig über diesen Gott. Gottes Wort hat schöpferische Macht. Weißt du, dass Gottes Wort dort schaffen kann, wo nichts ist? Als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, Gott sprach, es werde Licht, wo keins war. Und es wurde Licht. Dort, wo nichts ist, dort, wo deine Schwachheit ist, dort, wo du kaputt bist, dort, wo deine Mutlosigkeit ist, deine Unmut. Aber Gottes Wort kann alles neu kreieren, neu schaffen.
Werde ein Mensch der Bibel, Gemeinde. Werde ein Mensch der Bibel. Trainiere die Erneuerung. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Punkt und jetzt muss ich dir das Praktische geben. Ich bin verpflichtet, dir jetzt zu sagen, was du ab morgen zu tun hast. Wir haben jetzt im ersten Teil gesehen, unseren Zustand. Wir haben diese grausame Statistik gesehen, 3%, 25%, 72%. Wir haben den alten Zustand gesehen. Was haben wir eben gerade gesehen, dass wir frei gemacht worden sind von der Sündenmacht, haben wir auch durcharbeitet. Aber jetzt müssen wir lernen, was müssen wir tun. Und dafür müssen wir uns jetzt die Zeit nehmen, zu lernen, wie kann dein Geist wachsen. Das ist jetzt der Punkt. Weil es geht ja darum, nur dass wir das verstehen, es geht ja darum, wie lernen wir gemäß des Geistes zu wandeln. Wie lernen wir nicht nach der Seele zu wandeln, sondern nach dem Geist, nach den wiedergeborenen Menschen. Dass der Wille des Fleisches unterdrückt wird und der Geist die Führung über dein Leben übernimmt. Hast du schon mal so, ich habe das sehr oft schon gehabt, so nach die Intuition des Menschen. Intuitiv zu handeln, etwas zu tun, wo du gar nicht daran gedacht hast, hast es getan und es war total erfolgreich. Kennst du das? So wie Kreativität beispielsweise. Kreativität ist mehr als Wissen. Der kreative Mensch hat mehr Erfolg als der Mensch, der etwas weiß. Und wir müssen lernen, intuitiv zu handeln, nämlich gemäß des Geistes Gottes, der in uns lebt, der uns das Wort Gottes offenbart. Er wird uns erinnern an was? An das, was Jesus uns gelehrt hat. Kannst du dazu Amen sagen? Der Geist Gottes, an was kann der dich erinnern? Nur an das, was du gelernt hast, oder? Wie oft haben wir Gedanken aus dem Wort Gottes, wo wir gar nicht daran denken, aber der Geist Gottes inspiriert uns und auf einmal fallen uns die Worte der Bibel ein. Das hat nichts mit Wissen zu tun, sondern damit, dass unser Geist des Wortes berührt ist. Und wir müssen lernen, mehr auf die innere Stimme in uns zu hören, zu prüfen, Herr, bist du es, dein Diener hört. Wir leben Gemeinde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was wir trainieren müssen. Wir müssen trainieren, die Stimme Gottes wahrzunehmen. Und weißt du, dass du die Stimme Gottes oft nicht hören kannst, weil deine Stimme zu laut ist? Wir nehmen öfters die Stimme unseres Hirten nicht wahr, weil unsere Stimme zu laut ruft. Kannst du dich an den Propheten in der Höhle erinnern, Elia? Wo war denn der Geist? Im Feuer? Im Sturm? Oder im Erdbeben? Wo war der Geist? Im leise Sauseln. Ich möchte dir sagen, Gott spricht sehr oft sehr leise. Aber das verändert nichts an der Qualität des Reden Gottes. Gott redet oft sehr leise. Aber das verändert nicht seine Qualität seines Redens. Meine Schafe, sie hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Ich kenne sie und, was sagt das Wort? Sie kennen mich und ich gebe ihnen ewiges Leben. Wir müssen trainieren, die Stimme Gottes wahrzunehmen. Lass uns mal sehen, was die Bibel sagt. Römer Kapitel 12, Vers 2. Ganz wichtiger Text, dass wir jetzt sehen, trainiere deine Erneuerung. Dafür fordert uns die Bibel auf. Die Bibel fordert uns auf, dass wir uns trainieren. Nämlich Römer Kapitel 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wem schreibt denn das Paulus? Gemeinde, ich frage dich mal, wem schreibt Paulus dieses Wort? Der Welt oder der Gemeinde? Er schreibt es den Christen. Und das Erste, was er jetzt schreibt, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Weißt du, dass diese Welt eine Form hat? Wie wenn du einen Kuchen backst.
Du backst einen Kuchen, tust den Teig rein und immer wieder wird was herauskommen. Die gleiche Form, oder? Genauso wie wenn die Kinder im Sandkasten spielen. Da gibt es so Sandformen. Und es kommt immer wieder was heraus, die gleiche Form. Und auch diese Welt, das System dieser Welt, hat eine Form. Und wenn wir uns in diese Form hineinpressen lassen, werden die Menschen immer wieder was für eine Form hervorbringen. Die Form dieser Welt. Diese Form kann nichts anderes darbringen, diese Form kann nichts anderes zeigen. Und ich möchte dir sagen, wenn wir uns in diese Weltform hineinpressen lassen, wird auch dein geistiges Leben immer nur eine Form zeigen, nämlich Welt. Aber die Bibel sagt, wir sollen nicht in der Form der Welt sein, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung der Sinne. Hier ist das Training jetzt gefordert. Hörst du, Gemeinde, was ich dir sage? Hier müssen wir trainieren. Erneuere deine Sinne, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Weißt du, was das für ein Ergebnis haben wird, wenn du deine Sinne erneuerst? Du wirst prüfen können. Wenn deine Sinne durch das Wort Gottes erneuert worden sind, wirst du was tun? Du wirst prüfen können, was dient dir zum Guten und was nicht. Aber solange deine Sinne nicht erneuert sind, kannst du auch nicht prüfen, was gut und was schlecht ist. Das Problem ist, wir leben sehr oft geführt durch unsere Seele deswegen, weil unsere Sinne nicht erneuert sind durch das Wort Gottes. Und deswegen können wir gar nicht prüfen, ist das mir zum Guten oder ist es mir zum Schlechten? Ist es konstruktiv, dass es mich erbaut oder destruktiv, dass es mich zerstört? Warum? Weil wir nicht erneuert sind durch das Wort Gottes. Hier sehen wir doch den Punkt. Wir brauchen was? Wir brauchen Erneuerung durch das Wort Gottes. Wir brauchen schöpferische Kraft des Wortes Gottes. Wir brauchen Erneuerung dadurch, dass wir das Wort Gottes in unserer Mitte bewegen, dass du ein Mensch des Studiums wirst, dass du ein Mensch bist, der erneuert wird. Wofür? Damit wir erkennen das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das möchte Jesus, dass wir trainieren, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene zu erkennen. Das ist dein Ziel. Das ist das Ziel, wo Jesus dich hinhaben möchte, dass du das Gute, Vollkommene und das Wohlgefällige verstehst. Merkst du, dass die Gedanken Gottes für dein Leben das Gute ist? Gott möchte, dass es ums Gut geht. Gott möchte, dass wir uns erneuern. Guck mal, da ist die Bibel noch voll von Texten. Epheser Kapitel 4, Vers 23, schreib dir diese Texte auf. Epheser 4, 23 und 24. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Im Kolosser steht ein interessantes Wort. Weißt du, dass uns Jesus gegeben worden ist zur Gerechtigkeit und Heiligkeit? Weißt du, dass das dort steht im ersten Kapitel vom Kolosserbrief? Er ist uns gegeben worden zur Gerechtigkeit. Steht auch im Römerbrief. Aber weißt du, was das Interessante ist? Wir leben das noch nicht. Wir leben noch nicht das, was wir sind. Wir haben das noch nicht sichtbar werden lassen. Wir haben das noch nicht angezogen. Wir haben das noch nicht über unser Leben ausgesprochen. Und das ist eigentlich der Sinn dieses Textes. Christus wurde uns gegeben, nun lebe das, was dir gegeben worden ist. Stell dir mal vor, du hast ein gefülltes Bankkonto von so und so viel Geld. Und lebst das nicht, was du hast. Ich glaube daran ganz fest, ich weiß nicht, wie dein Glaube ist, aber ich glaube daran, dass Christus uns reich gemacht hat. Er hat uns reich im Geist gemacht. Er hat uns doch alles gegeben. Er hat doch alles verloren, damit wir in ihm reich wurden. Aber lass uns doch beginnen, das anzuziehen, was er uns gegeben hat. Lasst uns beginnen damit.
Kolosser Kapitel 3, Vers 10. Und den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Weißt du, was hier für mich sehr interessant ist? Jesus ist der Prototyp. Weißt du, was ein Prototyp ist? Er ist das Vorbild, der Erste in allem. Die Bibel schreibt darüber, dass Christus in allem der Erste sein musste. Und das Ziel Gottes ist das, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Also, dass der, der in uns lebt, in dieser Welt durch dein Leben sichtbar wird. Das ist das Ziel der Erneuerung. Das ist das Ziel, was geschehen muss. Erster Petrus Kapitel 1, Vers 13. Für mich ist wichtig, dass wir kurz diese Dinge ansprechen müssen. Und ich weiß, dass ihr denkende Menschen seid, Menschen, die das Zeugnis der Schrift verstehen. Wir haben unseren alten Zustand gesehen. Wir haben gesehen, dass wir befreit worden sind von der Sündenmacht. Und hier im dritten Abschnitt haben wir gesehen, dass wir nun trainieren müssen, unsere Erneuerung. Und hier schreibt Petrus, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Petrus zeigt hier einen Sportler und die haben früher Gürteln angehabt. Und wenn die keinen Gürtel hätten, wären die nicht bereit gewesen zu rennen. Dann wären sie in irgendwelche Konflikte gekommen, ihre Beine hätten sich irgendwie, die Kleidung hätte sich um die Beine gedreht und dann wären sie zu Fall gekommen. Und Petrus zeigt hier in Wirklichkeit dieses Bild. Petrus zeigt das Bild, dass unsere Gedanken fest umgürtet sein sollen, damit wir nicht durch die Dinge des Lebens zu Fall kommen. Dass wir nicht zu Fall kommen durch unsere Gedanken, Geschwister. Und da müssen wir umgürtet sein mit dem Gürtel der Wahrheit. Das Wort Gottes muss was umbinden? Meine Lenden der Gesinnung. Das Wort Gottes ist wie ein Gürtel, das uns festbindet, damit wir nicht zu Fall kommen. Kannst du dazu Amen sagen? Das Wort Gottes ist Wahrheit, damit wir nicht zu Fall kommen. Ich möchte dir jetzt noch ganz kurz das Programm zeigen. Was wirst du ab morgen tun? Was sollst du und was brauchst du? Was brauchst du, damit dein geistiger Mensch sich entwickelt? Möchte dir sagen, so wie der natürliche Mensch, jetzt musst du ganz kurz mir zuhören, das dauert vielleicht noch 10 Minuten, aber dann werden wir durch sein. So wie dein natürlicher Mensch bestimmte Dinge braucht, um zu leben. Ganz kurz, dass du das verstehst. So wie dein natürlicher Mensch bestimmte Dinge des Lebens braucht, um zu leben, so braucht auch dein geistlicher Mensch und dein Geist bestimmte Dinge des Geistes, um leben zu können. Kannst du dazu Amen sagen? Dein geistlicher Mensch braucht bestimmte geistliche Dinge, um leben zu können. So wie du bestimmte Dinge wie Essen, Trinken hier in dieser Welt brauchst, so braucht dein geistlicher Mensch bestimmte geistliche Dinge, um leben zu können. Dein geistlicher Mensch braucht bestimmte Dinge, um erneuert zu werden, um im Geist zu leben. Da brauchst du etwas. Das Erste, was du brauchst, ist das hier. Das ist das Programm. Und du brauchst als Erstes, einen Moment, jetzt, Sauerstoff. Kein Mensch kann ohne Sauerstoff leben. Wusstest du, dass du 30 Tage ohne Nahrung leben kannst? 30 Tage sagt man, ungefähr 30 Tage. Du kannst 3 Tage ohne Trinken leben. Aber jetzt möchte ich dir mal die Frage stellen, wie lange kannst du ohne Sauerstoff leben? Das wirst du wahrscheinlich nicht lange schaffen, oder? Ich weiß es nicht, wie lange. Ich weiß es wirklich nicht. Aber auf jeden Fall, wenn der Mensch 30 Tage nicht essen kann, 3 Tage nicht trinken kann, aber
Keins von beiden kann er so lange, wie er angewiesen ist auf Sauerstoff. Ich möchte dir damit eine Sache sagen. Wir brauchen an allererster Stelle, um erneuert zu werden, brauchen wir den Wind des Heiligen Geistes in unserem Leben. Weißt du, warum wir uns Pfingstgemeinde nennen? Wir nennen uns Pfingstgemeinde, weil wir im Grunde genommen, es hat mal einer gesagt, dass der Vatikan die Fenster aufmachen muss, damit der Heilige Geist hineinkommen kann. Wenn ich mich an Pfingsten erinnere ich mich, da kam ein starkes Brausen, ein Wind kam dort hinein. Weißt du, wie wichtig es ist, Sauerstoff zu haben, das aus dem Himmel kommt? Das ist der erste Schritt, der deine gesamten Zellen öffnen wird. Weißt du, was die Menschen sagen, wenn du eine bestimmte Sache lernen musst, wenn du studieren musst oder wenn du irgendeine bestimmte Sache lernen musst? Du brauchst viel Sauerstoff. Ohne Sauerstoff funktioniert das Gehirn nicht. Und ich möchte dir sagen, ohne den Heiligen Geist funktioniert das Leben im Geist nicht. Kannst du dazu Amen sagen? Wichtigste Sache im Leben des Christen ist der Heilige Geist. Ohne ihn kannst du nicht vorangehen. Er öffnet den Kontakt zu was? Zur geistlichen Welt. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Also ich sehe, so wie der Mensch Sauerstoff braucht, damit seine Gehirnzellen geöffnet werden, so braucht der geistige Mensch immer wieder den Heiligen Geist, der ihm ganz, ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Ich sage immer, mach deine geistigen Fenster auf, damit der Wind des Heiligen Geistes dich durchströmt. Wir dürfen, ich muss dir das sagen, ich weiß nicht, ob du auch dieser Meinung bist, aber wir dürfen stolz darauf sein, dass wir Pfingstgemeinde sind. Und wir sollen, Geschwister, dieses geistliche Erbe nicht verlieren. Das Problem, ich möchte ein ganz kurzes Problem ansprechen. Viele Gemeinden suchen nach diesem Sauerstoff nicht mehr. Wir sind alle sehr religiös geworden, sehr konservativ geworden. Und wir lassen den Wind des Heiligen Geistes gar keinen Raum mehr. Viele Gemeinden von unseren Bewegungen haben die Fenster geschlossen. Und ich muss dir das sagen, sie sagen, ja, immer schön sachte, immer schön ruhig bleiben. Ich möchte dir sagen, lasst uns neu erfüllt werden von diesem Sauerstoff. Kannst du Amen sagen? Das braucht dein geistlicher Mensch. Wenn du morgen nach Hause kommst, um deine Gedanken zu erneuern, das Erste, was du machst, mach die geistlichen Fenster auf und atme mal Heiligen Geist ein. Das wird deine Gedanken erneuern. Er wird euch an alles erinnern. Es ist gut, dass ich gehe, hat Jesus gesagt, damit er kommt. Und er wird euch in die Wahrheit leiten. Er wird es euch offenbaren. Wir brauchen Sauerstoff, damit unser geistiges Gehirn funktioniert. Es geht um Gedanken, Geschwister. Es geht um Gedanken und die müssen erfüllt werden mit Sauerstoff. Das Zweite, was der Mensch zum Leben braucht, ist Wasser. Das Zweite, was wir brauchen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Weißt du was? Der menschliche Körper besteht aus 70% aus Wasser. Stell dir mal vor, dein Körper besteht zu 70% aus Wasser. Wenn du jetzt deinen Körper nicht das gibst, aus was er besteht, weißt du, was dann passiert? Du trocknest aus. Weißt du, was interessant ist? Wir haben eben gerade gelesen, dass wir Sauerstoff brauchen. Jedes Glas Wasser, was du trinkst, weißt du, wie viel Prozent Sauerstoff der enthält? 30%. In jedem Wasserglas, das du trinkst, sind 30% Sauerstoff. Hier sehen wir, guck mal, versteh das doch mal, wir sehen die Zusammensetzung zwischen Wasser und Geist, zwischen Wort und Heiligen Geist. Meine Worte sind Geist und Leben. Überleg mal, der natürliche Mensch braucht Sauerstoff und er braucht Wasser. Aber weißt du, was für ein Wasser er braucht? Reines Wasser, klares Wasser. Kein Wasser, was vermengt ist.
Weißt du, was Menschen sagen, die sich so ein bisschen um die Gesundheit des Menschen kümmern? Die sagen zum Beispiel, Wasser mit Kohlensäure ist nicht gut. Die sagen ganz klar schon, der Begriff Kohlensäure kann ja schon nicht gesund sein. Deswegen soll der Mensch nur stilles Wasser trinken, weil das die reinste Art von Wasser ist. Ich möchte dir sagen, dieses Wasser symbolisiert das geschriebene Wort Gottes. Und das soll nicht mit irgendetwas anderes vermischt werden. Es soll so bleiben, wie es hier geschrieben steht. Es soll so bleiben und dann hat es genau diese Wirkung, die Wasser auf dein Leben hat. Weißt du eigentlich, dass Menschen, die mindestens 3 Liter jeden Tag trinken, dass sich ihre Haut verändert? Weißt du das? Dass Menschen, die viel Flüssigkeit zu sich nehmen, ihr Angesicht ist schöner, sie leuchten, sie glänzen, sie sehen einfach besser aus. Und du siehst genau das Gegenteil, Menschen, die wenig trinken. Das wirkt sich auf ihre Ausstrahlung aus. Ich möchte dir sagen, der Mensch, um es kurz zu machen, der Mensch, der sich nicht mit dem Wort Gottes auseinandersetzt und das Wort Gottes bleiben lässt, der wird gut aussehen, dieser Mensch, der sich mit dem Wort Gottes befasst. Amen. Sauerstoff und Wasser. Davon lebt der natürliche Mensch, aber auch der geistliche Mensch. Nämlich von Heiligen Geist und geschriebenen Wort. Ich möchte dir sagen, wir dürfen Gott danken. Weißt du, das sind nur Bilder, die ich dir zeige. Aber wir brauchen das hier. Wir brauchen die Bibel. Ganz einfach so, wie es geschrieben steht. Wir müssen uns nähren mit dem, was hier zwischen diesen beiden Buchdeckeln steht. Und da fängt auch an, dieser Wind des Himmels zu wirken. Dann fängt auch der Wind des Geistes wieder an, uns zu erfüllen, wenn wir uns damit befassen. Wort und Geist. Weißt du, was der Mensch noch braucht? Wir sind fast am Ende. Eine ganz bestimmte Sache zur Energie braucht der Mensch. Das ist ganz wichtig. Weißt du, dass wir ohne Energie nicht laufen können, nicht reden können, nicht lachen können? Wir brauchen Kohlenhydrate, Zucker. Weißt du, warum ich dir das sage? Aber ich muss dir das erzählen, weil das ein Stück so von meinem Leben handelt. Ich bin Diabetiker. Aber bitte hört mir ganz kurz zu, ich muss euch das erzählen, weil das ist eigentlich mein Lieblingspunkt. Ja, sieht man doch. Weißt du, warum ich krank geworden bin? Weil ich falsche Kohlenhydrate zu mir zugenommen habe. Im natürlichen Menschen, weißt du, warum man Diabetes bekommt? Weil man ungesunde Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ich muss dir das ganz kurz erklären. Wenn du viel Weißbrot isst, wenn du viel weißen Zucker zu dir nimmst, in Wirklichkeit ist Zucker lebenswichtig für unser Leben. Glucose, also Traubenzucker, ist lebenswichtig für unsere Energie. Du musst dir vorstellen, dein Gehirn verbraucht täglich 12 Esslöffel an Zucker. Das brauchst du nur, um denken zu können. 12 Esslöffel an Zucker, damit du nur denken kannst. Also du siehst, der Mensch, der denkt, er verbraucht Energie und Zucker. Und wenn du keine Kohlenhydrate zu dir nimmst, wirst du keine Energie haben zu lachen, zu laufen, irgendetwas zu tun. Und die Menschen, die schlechte Kohlenhydrate zu sich nehmen, die schnell ins Blut hineinkommen, die werden krank. Ich möchte dir sagen, das Wort Gottes, das Wort, das Gott spricht, wir müssen das ganz kurz unterscheiden, dass du verstehst, was ich meine. Wir haben eben gerade das Wasser gesehen, das symbolisiert das geschriebene Wort. Diese Glucose, dir das nur bildlich zu zeigen, zeigt uns das gesprochene Rhema-Wort von Gott. Das Rhema-Wort, das direkt aus dem Himmelreich von Gott kommt, ist pure Energie für dein Leben. Aber dazu brauchst du reines Wort von Gott. Weißt du, was für Kohlenhydrate gesund sind?
Kohlenhydrate wie Vollkorn beispielsweise. Weißt du, was du machst, wenn du ein Vollkornbrot isst? Was musst du da machen? Da musst du richtig kauen. Da musst du arbeiten. Viele Leute, die sind so dran gewöhnt, nur noch Weißbrot zu essen, weil es einfach einfacher ist. Wer richtige Körner isst, der muss kauen und das geht langsam ins Blut. Das ist keine Fertigkost. Das ist keine Mikrowellenspeise. Hör mir zu, was ich dir sage. Das ist keine Sache, die wir einfach in die Mikrowelle aufwärmen und sie schnell zu uns nehmen. Und ich möchte dir sagen, und das ist der Punkt, was ich dir erklären möchte. Wir müssen wieder lernen, auf Gott richtig zu hören und uns die Arbeit zu machen, stille Zeit mit Jesus zu haben und darauf zu warten, dass wir gesunde Kost bekommen. Ich möchte dir sagen, diese Welt ist so voll von Fertigprodukten. Wir müssen nur zu Google gehen, wir müssen nur in irgendwelche Suchleisten reintippen und die Sonntagspredigt, die steht schon auf unserem Bildschirm des Computers. Das ist Fertigkost, das ist Glukose, die nur in unser Blut hineinschießt und wieder sowieso verpufft und einfach da ist und dann wieder weg ist. Das ist keine Speise, die lang in uns bleibt, die uns Energie gibt. Weißt du, dass es ein Unterschied ist, wenn du eine Scheibe Vollkornbrot isst und eine Scheibe Toast isst? Wenn du eine Scheibe Toast isst, nach einer Stunde bist du wieder hungrig. Aber gute Nahrung, die lässt dich satt bleiben. Und gute Nahrung von Gott lässt dich satt bleiben. Und deswegen, was musst du tun? Du brauchst gute Aktivität, du brauchst gute Energie, du brauchst Gutes von Gott. Und da musst du dir stille Zeit nehmen. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und suche Gott im Verborgenen auf. Und der Gott, der im Verborgenen ist, er wird es dir bezahlen. Glaubst du daran noch? Aber das ist Arbeit, das ist Kauen, das ist Investieren, das ist Arbeit, das ist kein Fertiggericht, das ist nicht Google, das ist nicht Facebook, das sind keine Bücher, sondern das ist das Wort, dieses Wort, was uns wieder Gottes Stimme offenbart. Du brauchst gute Kohlenhydrate für dein Leben. Kannst du dazu Amen sagen? Du brauchst Pause. Jetzt sind wir auch schon durch. Badu, komm doch nach vorne. Weißt du, wann kommst du mal zur Ruhe? Wann kommst du mal zur Ruhe, damit Gott wirken kann? Wann schaltest du denn einfach mal ab? Nimmst du dir diese Zeit, dass du noch Gott... Es gibt eine schöne Geschichte, kannst du... Ich bitte dich, dass du die aufschreibst, ja? Im Markus-Evangelium ist einer mit meiner Lieblingsgeschichten. Komm, wir lesen die mal, ja? Hast du noch einen Moment für mich, 2 Minuten noch? Dankeschön. Schreib dir bitte diese Geschichte auf. Markus Evangelium, Kapitel 4, Vers 26 und 27. Wollen wir das mal kurz lesen? Und Jesus sprach, ganz wichtig, Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so. Guck mal, was Jesus hier für ein starkes Wort sagt. Markus Kapitel 4, Vers 26 und 27. Jesus trifft hier eine Entscheidung. Und er sagt, das Reich Gottes ist so. Also wenn Jesus dieses starke Wort sagt und er bestimmt, dass das Reich Gottes so ist. Und jetzt erklärt er es, pass auf. Das Reich Gottes ist so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Er schläft und steht auf. Nacht und Tag vergeht. Weißt du, diese Geschichte hat mir in meinem geistigen Leben sehr oft, und ich möchte dir das auch sagen, das Reich Gottes ist wie einer, der sich hinlegt und schläft. Unser Thema ist Pause. Weißt du, dass wir auf einer Seite sehr starken Charakter der Aktivitäten haben
und des Tun sind? Glaub mir, du kannst dir das Reich Gottes nicht verdienen. Alles, was wir tun, das tun wir aus Dankbarkeit zu Gott. Jeden Stuhl, den wir aufstellen, jede Flasche, die wir zusammenräumen, die wirklichen wichtigen Dinge in der Gemeindearbeit, dass wir die Gemeinde aufschließen, dass wir die Computerarbeit machen, dass wir das Geld sammeln, die Dinge, die nicht gesehen werden, das, weißt du, das tun wir alles nur aus Dankbarkeit zu Gott, nicht, dass wir uns was verdienen können damit. Das Reich Gottes ist so, wie wenn einer sich hinlegt und schläft. Die Bibel schreibt dann einen anderen Text, seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Wenn wir uns zurückziehen und wenn wir zur Pause kommen, dann kann Gott anfangen zu wirken. Siehst du, was dieser Bauer hier getan hat? Er hat erst den Samen gesät, hat ihn geworfen und danach hat er sich hingelegt, damit Gott sein Werk tut. Damit sich deine Gedanken erneuern, damit deine Gedanken vom Wort Gottes inspiriert werden, musst du zur Ruhe kommen. Da musst du anfangen, dich zurückzuziehen, damit dein Geist anfangen kann, wirksam zu werden. Zieh dich doch mal zurück. Lebe nicht von dem, was du tust, sondern lebe davon, was du bist. Nicht, das macht dich nicht aus, dass du ein guter Christ bist, wenn du viel tust, sondern das macht einen Christen zu einem Christen, wenn ich weiß, wer ich bin. Und da muss ich mich zurückziehen. Spürst du? Wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Wasser, wir brauchen Energie, wir brauchen Pause. Und an allerletzter Stelle, an allerletzter Stelle kommt die Umsetzung. Aktivität und Leidenschaft. Hast du gesehen, was der Bauer gemacht hat? Er hat sich hingelegt zum Schlafen. Aber nach dem Schlafen hat er wieder was getan. Er ist aufgestanden. Und ich möchte dir sagen, nachdem, dass du erfüllt worden bist mit dem Geist Gottes, mit Sauerstoff, jeden Tag. Weißt du, dass in der Apostelgeschichte die Apostel mehrmals erfüllt worden sind mit dem Geist der Kraft? Sie wurden mehrmals erfüllt. Du brauchst Sauerstoff, du brauchst Wasser, du brauchst Energie vom Reden Gottes, gute Kohlenhydrate brauchst du. Du brauchst eine Pause und dann ist der Bauer aufgestanden, um zu sehen, was Gott getan hat. Er nahm den Samen, hat ihn weggeworfen, hat sich hingelegt und stand wieder auf. Tag und Nacht sind vergangen, also ein Prozess war da. Das muss nicht von heute auf morgen passieren. Gott lässt sich Zeit, weil die Zeit in seinen Händen ist. Glaubst du das? Deine Zeit ist in meinen Händen. Der Bauer stand auf, um zu schauen, was hat Gott getan. Wenn du zur Ruhe kommst, so wie das hier dieser Bauer getan hat, der sich hingelegt hat. Und du wirst aufstehen und du wirst ein Wunder sehen von Gott. Weißt du, was er gesehen hat? Dass die Samen Frucht gebracht haben. Weißt du, was in unserem Text steht? Ganz interessant. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Da steht ein griechisches Wort, das heißt automates. Automatisch bringt die Erde Frucht hervor. Wenn du zur Ruhe kommst und Gott wirken lässt in deinem Leben, du brauchst eine Pause, damit Gott wirken kann. Wer ist Paulus? Wer ist Apollos? Der eine, der sät, der eine begießt, aber wer schenkt das Leben? Es ist Gott. Er produziert die Erneuerung deiner Sinne und deiner Gedanken. Du musst erfüllt sein von seinem Geist. Gutes Wort Gottes, gute Energie. Setze dich in Arbeit, höre das Rhema-Wort. Nimm eine Pause ein und werde aktiv mit Leidenschaft. Passion,
Weißt du, wie der sich gefreut hat, dieser Bauer, als der aufgestanden ist und hat gesehen, dass Frucht entstanden ist? Weißt du, wer zuerst seine Frucht genießt? Weißt du, was die Bibel schreibt, wer zuerst seine Frucht genießt? Der Bauer selbst. Du wirst der Erste sein, der Nutzen hat von dem, was in deinem Leben entsteht. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Abraham wurde gesegnet von Gott und an allererster Stelle, wer hat denn den ersten Segen gehabt? Die anderen oder er? Er. Und der Bauer genießt seine Frucht zuerst, steht im Timotheusbrief irgendwo. Du wirst als erstes deine Frucht genießen für dein Leben. Jesus möchte dich segnen. Werde leidenschaftlich, setze es in Aktion um. Beginne es nun zu leben. Steh auf wie dieser Bauer, um zu sehen, was hat Gott getan. Werde aktiv im Glauben zu leben. Investiere dich in das Reich Gottes hinein. Wer Glauben sät, der wird Wunder ernten. Glaubst du das noch? Das sind doch Worte, die unsere Bewegungen geprägt haben. Wer Glauben sät, der wird Wunder ernten. Wir wollen doch das, genau das erleben, liebe Gemeinde. Deswegen, wie wichtig ist das? Wasser, Sauerstoff, Zucker, Glucose, ja, Kohlenhydrate. Aber gute, gesunde, nichts, was schnell in dein Blut hineingeht, sondern mach dir die Arbeit. Suche Gott auf im Verborgenen und er wird es dir bezahlen. Mach eine Pause und steh wieder auf und danach werd aktiv und geh. Und du wirst sehen, deine Gedankenwelt, die wird sich verändern. So wie dein Gehirn auf volle Funktion kommt, wenn sie all diese ganzen Dinge haben. Weißt du, wie wichtig Bewegung für dein Gehirn ist? Für den natürlichen Menschen, dass du funktionierst, dass du vital, dass du gesund bist. Weißt du, warum öfters unser Verstand nicht funktioniert? Weil wir zu wenig Bewegung haben, weil wir uns nicht bewegen. Kein Sport, keine Bewegung. Ich merke es auch an mir. Mein Verstand funktioniert nie. Klappt nie. Dann auch noch der blöde Diabetes. Ich habe überhaupt gar keine Energie. Aber du verstehst, was ich doch meine. Lass uns gesund im Geist werden. Das, was gesund für unseren natürlichen Menschen ist, ist auch gesund für unseren geistigen Menschen. Das wird unsere Gedanken erneuern, das wird unsere Gedanken austauschen, das wird unser Denken, das wird, weißt du, diese 72%, die sinnlos sind, die vergeudet werden. Ich glaube, wenn wir so leben, werden wir sie ausnutzen für uns. Wir werden sie gebrauchen können. Ich möchte heute Abend mit dir beten und dass du dir einfach Gedanken darüber machst, dass du es umsetzt in deinem Leben. Wir haben gesehen den alten Zustand, wir haben gesehen, dass wir befreit worden sind. Paulus fordert uns auf, dass wir trainieren sollen. Was sollen wir trainieren? Lass dich an allererster Stelle erfüllen von seinem wunderbaren Geist, das ist so wichtig. Beginne wieder mit dem Wort Gottes, mit dem geschriebenen Wort. Hol dir Energie, mach eine Pause und setze es um. Dafür möchte ich mit dir beten heute Abend. Und ich glaube, dass das der erste Schritt sein wird, damit sich unsere Gedanken verändern, damit sich unsere Gedanken erneuern. Für mich ein wichtiger Punkt, erkenne, dass du freigemacht worden bist von ihm. Kannst du dazu Amen sagen? Komm Gemeinde, lass uns doch gemeinsam aufstehen und ich möchte dich bitten, dass du dir einfach Gedanken darüber machst, dass wir beten dafür und vor allen Dingen, dass Gottes Wort Herrschaft über unser Leben nimmt. Weißt du, was ich mir nur wünsche? Ich wünsche mir für mich und für dich eine Sache, dass wir das Reich Gottes und die Tat von Jesus immer besser verstehen, das, was Jesus getan hat, das ist mein Wunsch. Mehr wünsche ich mir für mein Leben nicht. Ich glaube, irgendwo in der Bibel steht geschrieben, das ist mein Glück, dich zu kennen. Das ist mein Glück,
dich zu kennen. Komm, lass uns das, was wir jetzt gehört haben, mit einer Begegnung von Jesus Realität werden lassen in unserem Leben. Ich glaube, dass auch wenn du jetzt die Fenster deines geistigen Menschen öffnest, dass du neuen Sauerstoff bekommst aus dem Himmel. Zu Pfingsten kam wie ein Sturm, wie ein Brausen kam in den Raum. Ich glaube, dass du auch wieder neu mit dem Wasser von Gott ganz neu wieder gereinigt werden kannst in diesem Moment. Komm, wir schließen mal unsere Augen und beten. Vater, du darfst dich ausstrecken zu Jesus. Du darfst dich ausstrecken zu ihm. Halleluja, Vater im Himmel. Ich möchte dir danken, Herr. Wunderbarer König, keiner ist wie du, mein Vater im Himmel. Wunderbarer Herr, ich danke dir in Jesu Namen durch deinen Heiligen Geist. Komm, lass uns doch für diesen Prozess einfach mal beten, Gemeinde. Komm, lass uns einfach mal vor Gott treten und dafür beten. Halleluja. Komm, lass uns das mal vor Gott bringen, dass einfach er uns jetzt in diesem Moment ganz neu von seinem Geist gibt. Halleluja. Komm, lass uns mal beten dafür. Halleluja, wunderbarer Vater, komm, erfülle dein Volk, Herr. Komm mit deinem wunderbaren Wind, Herr, mit dem wunderbaren Sauerstoff, Herr. Wir öffnen immer wieder neu, wunderbarer Gott. Immer wieder neu unsere Herzen vor dir, Herr, dass du uns neu erfüllst, wunderbarer König. Herr, wir strecken uns aus nach dem, was du bist, Jesus. Wir strecken uns aus, Herr, für frischen Sauerstoff, Herr, für das, was aus deinem Königreich kommt. Komm, wir beten mal, Gemeinde, dafür, dass wir etwas aus deinem wunderbaren Reich, aus seinem wunderbaren Reich bekommen. Halleluja. Wunderbarer Gott, wir beten dich an, Herr. Komm, ströme mit deinem Geist, Herr. Ströme mit deinem wunderbaren Sauerstoff, Herr. Komm, Herr, wir öffnen ganz neu unser Leben, Herr, vor deinem Thron, Herr. Herr, wir danken dir. Herr, ich weiß, dass dein Wort sagt, wir, die wir böse sind und wissen, unseren Kindern gute Gaben zu geben. Herr, wie viel mehr wirst du, unser himmlischer Vater, uns deinen Geist geben, wenn wir dich darum bitten, Herr. Komm, lass uns das doch mal tun, dass du vielleicht in schwache Situationen deines Lebens jetzt neu erfüllt wirst mit seinem Geist. Komm, wir brauchen das. Ich bin der Erste, der sagt, Jesus, ich brauche neuen Wind, Herr, neue Kraft aus deinem Königreich, damit mein geistiger Mensch gut funktioniert, dass meine Gedanken, Herr Jesus, erneuert werden. Halleluja. Jesus, wir brauchen das, wunderbarer König, jetzt in diesem Moment, Herr. Halleluja, Jesus, Halleluja. Wunderbarer König, in Jesu Namen danke ich dir, Herr. Danke, wunderbarer Gott. Herr, ich bitte dich jetzt, dass wir von dir wieder neuen Durst nach deinem Wasser bekommen. Komm, wir beten mal. Weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt in der Bibel, wer durstig ist, der komme. Wer durstet, der komme und nimme das Wasser des Lebens umsonst. Weißt du, was ich in meinem Herzen sehe? Ich sehe den Tempel Gottes und aus seinem Tempel kommt ein Strom, sagt die Bibel. Und dieser Strom möchte dich erreichen. Jetzt in diesem Moment bete, dass dieses frische, reine Wasser dein Leben berührt. Vater, ich bitte dich, wunderbarer Gott, Herr, wir wollen wieder Liebe, Gott, zu deinem Wort, Herr. Zu deiner Bibel, die du hier auf dieser Erde uns hinterlassen hast. Herr, wir brauchen das, um unsere Gedanken zu erneuern, Herr. Dass unsere Seele geprägt wird, Herr Jesus. Komm, wir beten dafür. Herr, präge unsere Seele, Herr, mit deinem Wort, mit deinem geschriebenen Wort. Gemeinde, jeden Tag hast du Zutritt dazu, seine Bibel aufzumachen und darin zu lesen. Bete dafür, dass du hungrig wirst, die Bibel zu lesen. Guck mal, das sind ganz einfache Anweisungen. Ganz einfach. Lass dich wieder durstig sein nach seinem Wort, nach dem, was geschrieben steht. Herr, ich bitte dich darum.
Herr, wir brauchen es mehr als alles andere, Herr Jesus. Damit wir erneuert werden, Herr, den neuen Menschen anziehen, Herr, neu in unserer Gedankenwelt, Herr, im Geiste zu leben, dafür brauchen wir dein geschriebenes Wort, Herr Jesus. Halleluja, Jesus. Komm, wir bitten Gott darum, dass er uns Energie schenkt. Dass er uns Energie schenkt, die aus seinem Reich kommt. Möchtest du dafür beten, dass du seine Stimme hörst? Dass du sein Rema-Wort empfängst? Komm, bete jetzt dafür. Dass du dir die Arbeit machst, keine Fertigkost, sondern wirklich gesunde Nahrung, die kommt aus seinem Königreich. Gott hat Israel Brot aus dem Himmel gesandt. Jeden Tag war es frisch. Jeden Tag war es frisch. Jeden Tag sollst du neue Speise von Gott empfangen. Jeden Tag neues Wort. Warum nennt sich denn Jesus Brot des Lebens? Guck mal, wir reden über Kohlenhydrate, über Energie. Jesus ist das Brot des Lebens. Etwas Besseres gibt es nicht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Mein Wort ist die wahre Speise, spricht der Herr. Das ist das, was dir Kraft schenkt, was dir Energie schenkt, was dich atmen lässt, was dich lachen lässt. Weißt du, seine Energie ist es, was dich laufen lässt, was dich aktiv werden lässt, was dich sehen lässt, was dich denken lässt, ist die Speise, die aus dem Himmel gekommen ist. Halleluja. Komm jetzt zur Ruhe in deinem Herzen. Komm jetzt zur Ruhe in deinem Herzen und höre auf die Stimme des Herrn. Ich bitte dich, dass wir uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, dass du persönlich ein Wort aus dem Reich Gottes empfängst. Lass uns doch öffnen für das prophetische Wort jetzt. Hör doch einfach in deinem Herzen mal rein. Du brauchst eine Pause. Du brauchst eine Pause, damit Gott wirken kann. Wie dieser Bauer. Er hat sich hingelegt, damit Gott wirken konnte. Ich bitte dich, dass du jetzt hörst in dem tiefsten deiner Seele, in den tiefsten deines Geistes. Diesen Moment, höre auf die Stimme des Herrn. Höre auf die Stimme des Herrn. Mach höher, lauter. Komm, lass uns doch die Musik ein bisschen lauter machen. Dass wir uns einfach die Zeit nehmen, einfach in Gottes Gegenwart vor ihm zu stehen. Komm, jeder betet mal für sein eigenes Leben. Nimm dir doch mal die Zeit. Bitte, Gemeinde, nimm dir die Zeit jetzt. Lass uns doch mal im Geist beten. Jeder für sich, um sich selbst zu erbauen. Bete doch mal im Geist, um dich selbst zu erbauen und dich auch zu öffnen für die prophetische Gabe jetzt in diesem Moment. Komm, wir beten mal Gott in fremden Sprachen an jetzt.
Danke, Herr. Danke, Vater im Himmel. Ich glaube daran, dass wenn du beginnen wirst, aktiv zu werden, beginnst im Glauben zu leben, mit Leidenschaft für Jesus, dass du das Wunder in deinem Leben sehen wirst. Nämlich die Erneuerung deiner Gedanken. Nicht mehr geleitet zu sein von deiner Seele, sondern geleitet zu werden von dem geistigen Menschen, der erneuert worden ist, in der Erkenntnis von ihm selbst zu dem Ebenbild Gottes. Vater, wir entscheiden uns heute in diesem Moment, aktiv im Glauben zu leben. Komm, wir treffen eine Entscheidung des Glaubens. Aktiv, Herr, zu leben, in dem, dass ich befreit worden bin von der Macht der Sünde. Jesus, du hast mich befreit. Komm, wir wollen das mal beten. Jesus, du hast mich befreit. Kein Fluch mehr. Keine Angst. Ich bin dein, Jesus. Ich in dir und du in mir. Herr, ich danke dir. Ist der Herr, der Allmächtige, was der Herr spricht, das ist Liebe. Was der Herr spricht, ist die Wahrheit. Denn er ist der Herr, der Allmächtige. So komm, wir singen das für Jesus. So groß. So groß. Ist der komm, wir bekennen das mal gemeinsam. So wir singen das mal als Gemeinde mit ganzem Herzen, nur für Jesus. So groß. So groß. So lass dich mal berühren von Jesus jetzt. Lass dich mal berühren jetzt in diesem Moment.
ist er. Komm, lass uns nach Jesus suchen. Komm, lass uns Jesus suchen. Vater, wir danken dir, Jesus. Sia marode. Bist du mein Herr? So. Bekenn das mal über dein Leben, sag es mir. So groß. Vater, ich danke dir. So groß ist der. Die Gemeinde singt es noch einmal, sing es vor seinem Thron. So groß. So groß. So Vater, berühre unser Volk, Jesus. Vater, wir danken dir, Jesus. Komm und erfülle, Herr, in diesem Moment die Herzen der Menschen, Jesus. Erneuere sie in diesem Moment, Herr Jesus. Erneuere sie jetzt, Herr, mit deinem Wort, Jesus, mit deinem Geist, mit deinen Reden, Herr. Vielleicht hast du Bereiche in deinem Leben, die erneuert werden müssen. Bring sie jetzt vor Gott. Bring sie jetzt in Anbetung vor Gott. Vielleicht sind Bereiche in deinem Leben, wo du Ängste hast, wo du Gebundenheiten hast. Bring sie jetzt vor Gott, jetzt in diesem Moment. Jetzt in diesem Moment. Komm, bete es vor Gott. Komm, bring sie jetzt vor Gott. Vielleicht bist du gebunden in irgendwelchen Dingen. Komm, dann bring es jetzt vor Gott. Jetzt in diesem Moment ist Zeit der Anbetung. Ich glaube, Jesus wird jetzt Freiheit schenken. Jetzt in diesem Moment. Komm, wir tun das jetzt. Werde jetzt aktiv. Werde aktiv in deiner Anbetung. Halleluja. Halleluja. Komm, wir beten, dass wir beten. Komm, wir beten es vor Jesus. Dieser Moment, in diesem war ich verlassen und so allein in meiner Seele, so betrübt.
Doch was für ein Glück, dass du bei mir warst und du hörtest mein Gebet. Ich kann es nicht vergessen, wie du zu mir kamst, wie ich dein Herz hör, wie es für mich lebt. Du sahst mich an und sprachst, hab keine Angst, denn ich dein Herr bin bei dir. Komm, wir singen das vor Jesus seinem Thron. Halleluja, Jesus. Ja, was für ein Glück, dass Jesus in mein Leben kam. Ist es nicht so? Ja, was für ein Glück, dass er mir seine Liebe gab. Ja, was für ein Glück, dass ich kam in deine Gegenwart. Ich lobe deinen Namen. Komm, wir singen das, Jesus. Ja, was für ein Glück, dass Jesus in mein Leben kam. Ja, was für ein Glück, dass er mir seine Liebe gab. Ja, was für ein Glück, dass ich kam in deine Gegenwart. Ich lobe deinen Namen, Jesus, ich lobe dich. Komm, wir singen das für Jesus. Ja, was für ein Glück, dass Jesus in dein Leben kam. Die Macht des Teufels ist zerbrochen. Ja, was für ein Glück, dass du mir deine Liebe gabst. Ja, was für ein Glück, dass ich kam in deine Gegenwart. Ich lobe deinen Namen. Deinen Namen lobe ich, Jesus. Komm, die Gemeinde singt es mal. Ja, was, dass Jesus in mein Leben kam. Ich danke dir für dich, Jesus. Ja, was für ein Glück, dass du mir deine Liebe gab. Ja, was für ein Glück, dass ich kam in deine Gegenwart. Ich lobe deinen Namen. Ich lobe deinen Namen. Ci parta al Madeira. Caixo tanto mangueando outro. Te parta madem lá, cai d'alma tiro camimo. Te parta madem lá, cai d'alma ci presencia. Te parará tchoaná. Della Gioana, ci parta al Madem là, caisce tanto mangheando dro, ma lo, ci parta al Madem là, caisce ma ci rocamimo, ci parta al Madem là, cada man ci presencia te barara chona ti ci lobe mein König und mein Gott. Ja, was für ein Glück, dass Jesus in dein Leben kam. Ist es nicht so, und du wirst frei von ihm?
Ja, was für ein Glück, dass du mir deine Liebe gabst. Ja, was für ein Glück, dass ich kam in deine Gegenwart. Ich lobe deinen Namen. Komm, wir loben Jesus, unseren König. Komm, wir loben Jesus, den König aller Könige. Komm, wir loben den König. Komm, wir loben ihn. Wir loben seinen Namen. Ja, was für ein Glück, was für ein Glück, dass du in unser Leben kamst. Was für ein Glück, dass du in unser Leben kamst. Was für ein Glück hatten wir, Jesus, weil du mein König bist, weil du mein König bist. Ich brauch dich, Herr, ich brauch dich gerade jetzt. Willst du das sagen? Ich brauch dich, Herr, ich brauch dich gerade jetzt. Ich heb die Hand und beug die Knie und lobe deinen Namen. Ja, ich brauch dich, Herr, ich brauch dich gerade jetzt. Komm, wir singen das mal gemeinsam. Ich brauch dich, Herr, ich brauch dich gerade jetzt, Jesus. Ich brauch dich, Herr, ich brauch dich gerade jetzt. Ich heb die Hand und beug die Knie und lobe deinen Namen. Ja, ich brauch dich, Herr, ich brauch dich gerade jetzt. Falling in love with Jesus, hallelujah. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus. He's the best thing I ever, ever done. Hallelujah, Jesus. In his arms I feel protected. In his arms never disconnected, no, no. In his arms I feel protected. There's no place I'd rather be. Falling in love with Jesus, falling with you, my Lord. Falling in love with Jesus, falling in love with my wonderful Savior, my Lord and my God. The best thing I ever done. Vater, wir stehen vor deinem Thron und wollen dich anbeten, Vater. Stehen vor dir, Herr, vor unserem König Jesus. Vater, es geht um dein Reich, Jesus. Um das, was du getan hast, Jesus. Wir geben uns dich völlig hin, Jesus. Wir brauchen dich mehr als alles, mein Herr. Jesus, schenke uns
das, was wir brauchen von deinem Wort, Jesus. In Jesu mächtigen Namen. Und die Gemeinde